Nicht schlecht gekämpft. Endlich ein würdiger Gegner. Du hast die Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren. Die Stadt ist in meiner Hand. Und ihr in der meinen. Für das Wohl Temeriens macht Vernon Roche vor gar nichts Halt. Wenn es sein muss, wird er zum Mörder und verlangt dies auch von anderen. Bernard Loredo hat nur Hass und Leid über die Welt gebracht. Ich schloss mich Roche und seinen Leuten an. Und wieder musste ich mich entscheiden. Den Kommandanten einer Faktorei zu töten, ist etwas anderes als ein König. Selbst wenn sie beide Mörder und Vergewaltiger sind. Vernon Roche, der temerische Gockel mit den blauen Streifen. Was hast du denn mit mir vor? Das wisst ihr ganz genau. Du tötest mich nicht. Das wagst du nicht. Weil ich der König von Kaedwyn bin. Und bald auch der von Oberedir. Der Norden braucht mich. Ich habe gesiegt. Wisst ihr, weshalb ich es so eilig hatte mit der Schlacht? Na? Ich musste es vor Loch Mooin schaffen. Er will nur Zeit schinden. Machen wir ihn den Garaus aus. Warte. Raus mit der Sprache, König. Was passiert in Loch Mooin? Eine neue Weltordnung wird errichtet. Neue Grenzen. Es ändert sich alles. Sämtliche Herrscher des Nordens werden zugegen sein. Alle Könige und Fürsten. Kennt ihr die alte Redensart? Wer das Ponta-Tal kontrolliert, der kontrolliert den ganzen Norden. Sind auch Zauberer geladen? Deren Idee war das Ganze doch. Sie wollen die Bruderschaft und die Loge neu beleben. Sie wollen ihre alten Rechte und Privilegien zurück. Einen Platz in der Gesellschaft. Was für ein Quatsch. Ich habe sie alle überlistet. Ich werde derjenige sein, der hier die Verträge diktiert. Ich werde ihnen zeigen, wo ihr Platz ist. Ihr habt meine Leute töten lassen. Natürlich habe ich sie töten lassen. Was macht ihr denn in Temerien mit Spionen? Zeichnet ihr sie aus? Keiner der Gehängten hatte etwas mit dem Komplott zu tun. Nur ich. Wo gehobelt wird, fallen Späne. Eure Niedertracht ist nicht zu überbieten. Was meinst du damit? Dass Kaedwyn dank mir größer ist als je zuvor? Du Trottel! Ich bin der letzte Herrscher des Nordens, den Nilfgaard noch respektieren muss. Und auch wird. Hexer, bring ihn zur Vernunft. Wer mit dem Schwert lebt, soll auch durch das Schwert sterben. Ich lasse euch allein. Habt ihr Angst? Nein. Hexer! Du hast mich doch nicht vom Fluch befreit, um jetzt bei meiner Ermordung zuzusehen. Du hast keine Ahnung von Flüchen. Beeil dich. Ich bin Henselt von Ardkarre, letzter vom Stamm des Einhorns. Ich bettle nicht um Gnade. Sieh mir in die Augen. Na los! Rächt dich schon! Die Maus beißt den Löwen. Henselt?